This morning, we looked at how karma and ethical self-discipline is involved with the three scopes of the Lam Rim, the graduate path. Heute Morgen haben wir uns angeschaut, wie die Ebenen des Karma zu tun haben mit den drei Ebenen von Lam Rim, der Entwicklung auf dem Pfad. So if we are going to work to try to overcome karma, to rid ourselves of this compulsiveness in our behavior, we need to know how karma works. Wenn wir uns also von Karma befreien wollen, speziell von dem Zwanghaften in unserem Verhalten, dann müssen wir untersuchen, wie das Karma tatsächlich funktioniert. There are several very detailed explanations of how karma works that we find in the Buddhist literature. In der buddhistischen Literatur gibt es einige sehr detaillierte Untersuchungen, wie Karma funktioniert. We have in general the explanation you find in the Pali tradition and the explanations that you find in the Sanskrit traditions. These are two ancient Indian languages. Und da gibt es unterschiedliche oder sehr ähnliche Unterweisungen und Erklärungen sowohl in der Pali-Tradition als auch in der Sanskrit-Sprache. Beides sind eben sehr alte indische Sprachtraditionen. So, what I will explain is from the Sanskrit tradition, from the Theravada tradition, so follows the Pali version. Und seine Unterweisungen basieren auf der Sanskrit-Tradition, während die Theravada-Unterweisungen auf der Pali-Übermittlung. And in the Sanskrit-Tradition there are two versions as well. Und in der Sanskrit-Tradition gibt es nochmal zwei unterschiedliche Versionen. So I will try to present the variations that we find in these, but without too much emphasis on that, because there's a lot that they accept in common. Und ich werde mich bemühen, dass ich beiden gerecht werde, wenn ich das vermittle, ohne zu sehr auf die Unterschiede einzugehen, weil es eine Menge gibt, was da in ähnlicher Weise oder was gleich übermittelt wird. When we find several different explanations of phenomena such as karma in Buddhism, it's important not to approach it from the attitude that we inherit from our biblical thinking, one God, one truth, so only one of them has to be right, the others are wrong. Wenn wir bei der buddhistischen Übermittlung auf unterschiedliche Stränge stoßen und sehen, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt, dann sollten wir da nicht mit der biblischen Herangehensweise reagieren und sagen, dass da kann aber nur eine richtig sein, es gibt nur einen Gott und eine Wahrheit, so wie wir das aus dem Christentum kennen. But rather, each of these explanations looks at karma from a different angle and helps us to understand it by explaining it in various ways. Sondern man kann es eher so verstehen, dass jede dieser Herangehensweisen eben Karma aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und deswegen können alle hilfreich sein für jeweils unterschiedliche. They are all helpful for enabling us to overcome suffering. That's the whole purpose. Letztlich sind sie alle hilfreich, um uns das Leiden überwinden zu helfen. Now, das ist der ganze Sinn und Zweck. In the Sanskrit Abhidharma tradition, Abhidharma is the type of literature that discusses karma. In der Sanskrit Abhidharma Literatur, und das ist jetzt speziell die Art von Literatur, die auch den Aspekt Karma erörtert. We would start in terms of explaining what we experience. We would start with this word feeling, a very difficult word because in our Western languages it has so many meanings. Da beginnt man normalerweise mit der Untersuchung dessen, was wir hier Gefühl nennen. Und es ist jetzt für uns hier im Westen besonders schwierig, diesen Begriff zu nennen, weil im Westen sehr, sehr unterschiedlich bewertet und genutzt wird. Here I'm not using feeling in the sense of feeling happy or unhappy. I'm using it in our Western sense to mean what you feel like doing, what you would like to do. Ich nutze ihn jetzt hier nicht in dem Sinne von ich fühle mich glücklich oder unglücklich, sondern eher im Sinne von ich fühle oder ich habe vor, dieses oder jenes zu tun, also ein Gefühl.
like an intention. I don't know if you say that in German. You say that in English. Not really. If you don't say that in German, wonderful. It's confusing in English. Yeah. Es gibt eine englische Ausdrucksweise, wo das I feel like doing oder ja, also das Lust haben auf. Ja? Lust haben auf. Ah ja, danke. Mehr im Sinne von, dass man Lust hat auf etwas zu tun. Yeah. Lust haben is very good in German. Mm-hmm. I wish to do it. The actual word in Tibetan is a wish, a desire to do something. Das tibetische Wort drückt wirklich aus, dass man etwas vorhat oder einen Wunsch hat, einen Ehren hat, etwas zu tun. So, in our daily life, we feel like doing something, we feel like saying something, we feel like thinking something. In unserem täglichen Leben haben wir eben Lust, irgendwas zu tun oder zu denken, sprechen yeah. oder zu sprechen. And this, why do we feel like it? It is supported by many things. It's supported by the circumstances that we're in. For instance, the weather, the people that we're with, etc., time of day. Und warum haben wir diese Lust, das zu tun, zu sagen oder zu denken? Eben weil da gewisse Umstände sind, da ist ein bestimmtes Wetter, da sind bestimmte Menschen, die mich inspirieren. It also is affected by whether we're feeling happy or unhappy. Es hat auch damit zu tun, ob wir uns glücklich oder unglücklich fühlen gerade. I feel unhappy, so I want to go do something else. This type of thing. Beispiel, fühle ich mich unglücklich und deswegen will ich dieses oder jenes tun. And also because of past tendencies to act or speak or think in certain ways. Und wir haben natürlich auch schon vergangene Tendenzen entwickelt, wie wir normalerweise denken, sprechen oder handeln. And some motivating emotion is going to be there. But I feel like yelling at you because of I'm angry and also I'm unhappy and the circumstance you just said something nasty to me. Oder ich habe Lust, dich anzuschreien, weil bestimmte Umstände da waren oder ich dir unbedingt was zum Ausdruck bringen will. I'm angry. Und ich sauer bin. And I'm unhappy. Und unglücklich bin. And you said something nasty to me. Und du hast was ganz Doofes zu mir gesagt. And my tendency is to yell when somebody says something nasty to me. Und ich habe einfach die Tendenz, jemanden anzuschreien, wenn der mir sowas Doofes sagt. So that supports this feeling, I feel like yelling at you, saying something really nasty. Deswegen habe ich Lust, dich anzuschreien, wenn du mir was Blödes sagst. And there's also a grasping for a solid me. Me, me, me. You said something nasty to me. Und dann strong liegt feeling natürlich of me. Auch ein ganz starkes Selbstgefühl, ein Gefühl von Ich dahinter, denn ich fühle mich angegriffen und deswegen will ich etwas ausdrücken. Yeah, how dare you say that to me? Wie kannst du es wagen, mir sowas zu sagen? No, all of that. Is the mixture of that is involved with feeling like doing something, saying something, doing something, thinking something. Und diese Mischung aus diesen verschiedenen Komponenten führt dazu, dass ich etwas Bestimmtes denken, sagen oder tun möchte. I think it could be plotting. What can I say that's really going to hurt you? So this type of thinking. Man könnte zum Beispiel einen Hinterkopf haben, dass ich mir ausdenke, was könnte ich nur sagen, um dir so richtig weh zu tun. Okay, then, based on that comes mental karma. Darauf aufbauend entsteht das mentale oder geistige Karma. And this is the compulsion arises. Compulsion here is a mental urge. Und das ist, wenn dieser Zwang auftaucht oder ein mentales Drängen, that draws us into thinking to act out what we feel like doing. Und das drängt uns hinein in ein Gefühl, dass wir etwas unbedingt zum Ausdruck bringen müssen. What we felt like doing. Wo wir Lust drauf hatten, das zu tun. To be either conscious or unconscious. Ob es nun bewusst oder unbewusst war. So it draws us in the direction of the physical or verbal action. Und es zieht uns also dann in Richtung einer physischen oder zumindest verbalen Aktion. And it's accompanied by the motivating emotion and grasping. Und es ist natürlich begleitet von der entsprechenden Motivation und dem Greifen danach. So we really slow things down in terms of what we are sensitive to and observing. In meditation you can differentiate these steps. Wenn man also in der Meditation nach und nach ruhiger und klarer wird, dann kann man diese einzelnen Phasen, diese kleinen Schritte ganz wunderbar nachvollziehen.
usually all of this happens very, very quickly. That's why I say you have to slow it down. Normalerweise passiert das in einem Moment fast, aber wenn man dann langsamer wird in der Wahrnehmung, dann kann man diese unterschiedlichen Schritte wahrnehmen. So to use our example, I feel like yelling at you. Um unser Beispiel zu nehmen, ich möchte dich gerne anschreien. Right, so I would like to yell at you, basically. Ich will dich gerne anschreien. And then that compulsion comes up that's going to, you know, that compulsiveness that will then lead us into the action of yelling. Dann kommt dieses zwanghafte Verhalten, was uns dann tatsächlich zu der Handlung führt, dass wir jemanden anschreien. And of course the anger and so on will continue in this step as well. Und die Wut und all das wird natürlich in diesem Schritt sich weiter fortsetzen. Then we get either the physical or the verbal karma. Und dann entsteht dadurch entweder das physische oder das sprachliche, das Karma auf der sprachlichen Ebene. And for this we have two explanations. As I said, there are two different Sanskrit versions or traditions. Und hier gibt es zwei Gründe, weil ich ja schon gesagt habe, ich folge hier zwei unterschiedlichen Sanskrit-Traditionen. First explanation is that still we're talking about a mental urge, a compulsion that draws us in, well, a compulsion. Die erste Erklärung ist, dass wir in einer bestimmten Zwanghaftigkeit sind, die uns hindrängt zu, that draws us into actually starting the action, dass wir tatsächlich eine Handlung beginnen, continuing it, dass wir sie weiter durchführen, and eventually stopping it. Und irgendwann damit aufhören. Yeah, we stop yelling. We don't yell for the rest of our life, obviously. Wir schreien eben nicht unser das ganze restliche Leben weiter. So, there's a difference here between the what's called the motivating urge and the causal urge. Da gibt's einen Unterschied zwischen dem Drang der Motivation und dem Drang durch eine Ursache. In other words, I think to yell at you. And then at the actual time when I start to yell, gets me into that, how I choose my words. Eine Sache, dass ich dich gerne anschreien möchte, und erst indem ich dann tatsächlich schreie, finde ich auch entsprechende Worte dazu. And the emotion that accompanies this, and accompanies all the stages of the action, can be quite different. Und die can change. Emotion, die jeweils diese verschiedenen Stadien der Handlung dann untermauert oder dahinter liegt, die können dann sehr unterschiedlich sein. My baby is sleeping, for example. Wenn zum Beispiel mein Baby schläft. And there are a lot of mosquitoes in the room and maybe the baby will get bitten and even get malaria. Und if we're in a malaria area. Und es sind viele Mücken im Raum und das Baby wird vielleicht von ihnen gebissen und gestochen und es könnte sogar Malaria kriegen, wenn wir in so einem Land leben. So the emotion that is starting us to get into the action could be compassion for the baby. Und die Motivation, die uns da zu dieser Handlung antreibt, könnte angetrieben sein von Mitgefühl mit dem Baby. Right, I think too, I'm going to kill the mosquitoes, help my baby. Da kann ich dann denken, werde jetzt die Moskitos töten, damit ich das Baby unterstütze oder ihm helfe. But then, when you actually are about to smack the mosquitoes and you're actually doing it, there's a lot of anger that's there. There has to be a lot of hostility toward the mosquito, otherwise you wouldn't do it. You really want to kill it. Dennoch ist im letzten Moment, wo du dann wirklich zuschlägst und das Mosquito tot machen willst, doch eine Menge an Feindseligkeit drin und Aggressivität, denn du willst dieses Mosquito wirklich töten. You don't want to just scare it, you want to kill it. So your emotion has changed. Du willst ihm nicht nur Angst machen, du willst es töten, und deswegen hat in dem Moment deine Emotion sich geändert. Right. So it's actually very interesting if you really slow things down to see how your emotional state can change. For instance, if you step on a cockroach,
Originally, there could be, I don't want the cockroach on my baby, and then, I really want to kill this cockroach, and then you step on it, and ugh! So there's sort of a disgust at what you've done. That's, seeing the mess that's there. So, and then you might stop because, I can't take it. So your emotion has changed very much during the whole process. Dann kann es eben passieren, dass du eine Küchenschabe oder eine Kakerlake hast und du trittst die tot und siehst dann all dieses Zeug und es ist irgendwie eklig und es tut dir auch leid drum. Aber eigentlich hast du es auch gemacht, damit diese Kakerlake nicht dein Baby anknabbert. Und da gehst du also bei so einem Vorgang, dass eine Kakerlake zu Tode kommt, gehst du durch verschiedene Ebenen von Emotionen, wenn du diese Genauigkeit der Beobachtung hast. So all of that affects the strength of the compulsiveness with which you're acting and will affect the results that will follow from that. Also es hat alles zu tun mit der Intensität, mit der du diese Sache verfolgst, und jetzt habe ich den Faden verloren. And the results. Und mit den Resultaten hat es zu tun, die du erlangen möchtest. So this is one of the explanations that whether it's mental, verbal or physical, karma is a mental state. It's this mental urge, this compulsiveness that is mental. Ob es jetzt ein gedanklicher, ein sprachlicher oder ein handelnder Akt ist, letztlich hat es alles damit zu tun, welche Motivation dahinter steht und welche Zwanghaftigkeit eventuell dahinter steht, um diesen Akt zu vollenden. So, very important not to confuse the karma, the compulsiveness, with the emotion, the either a positive or a negative emotion. They're not the same. There's nothing that's both. Diese Zwanghaftigkeit des Karmas ist nicht zu verwechseln mit der Emotion, die eventuell positiv oder negativ ist. Karma itself is, as I keep on using the word, compulsion. It is like the magnet that is, without control, drawing us into acting, continuing to, think to act, continue to act and stop. Karma ist das, was, ich nutze immer wieder das Wort zwanghaft, uns dahin drängt, diese like Handlung wie ein Magnet anzieht und dahin drängt, dass wir eine Handlung nicht nur wünschen, sondern auch durchführen und beenden. So, one explanation. The second explanation is that what I described is the mental karma. Und die zweite Erklärungsweise ist das, was ich als mentales Karma beschrieben habe. Right, it's still the differentiation of thinking to do something and actually getting into it and continuing and stopping. That's still there. Dieser Ablauf, dass wir erst eine Motivation haben, es dann tatsächlich vorhaben, dann tun und schließlich beenden, das kommt natürlich hier auch alles vor. Right, the compulsion, not the motivation, the compulsion. Diese Zwanghaftigkeit, nicht die Motivation, da habe ich falsch übersetzt, sondern diese Zwanghaftigkeit in diesem Ablauf. That's still there. Das ist auch da. But physical karma now is referring to the compulsive shape that our actions take. Physische Karma bezieht sich auf den zwingenden Ausformung, die unser Karma annimmt. There's a compulsion about we hit like this or we hit very gently. There's a compulsive way or form in which the action takes, which our body takes while doing the action. Und unser Körper hat jeweils sehr unterschiedliche zwanghafte Ausführungen dessen, wie er schlägt, ob er wirklich mit ganzer Kraft oder schon abgemildert zuschlägt. Or, in terms of verbal actions, is the compulsive sound of our voice. Oder die fast zwingende Art und Weise, wie unsere Sprache klingt, wenn wir jemanden beschimpfen wollen. Right, it's a sound. Es ist erstmal nur Klang. So, this is referring to the tone of voice that we use. There's a compulsiveness that the tone of our voice is harsh and yelling, or it's soft and gentle. Auch da sind wir quasi fast wie gezwungen, unsere Sprache entweder sehr hart und laut einzusetzen oder eher sanft und abgemildert. Basically, what we are amplifying here, we're expanding on different aspects of what forms compulsiveness take. There's the compulsive mental thing, there's a compulsive way in which we do things, there's the compulsive tone of voice that we use.
and so on. Sind jetzt hier im Grunde nur Variationen darüber, wie wir in auf verschiedensten Ebenen immer in gewisser Hinsicht zwanghaft handeln oder denken oder etwas aussprechen. Also schon die Art und Weise, wie wir unsere Sprache nutzen, der Ton unserer Sprache kann zwar fast zwanghaft sein. Und genauso die anderen Aspekte des Handelns und des Denkens. Can you think of examples? Fällt jemandem ein Beispiel ein? Good example. You know, people who constantly are drumming their fingers on the table, or when they're talking, they're slapping the table to make points and so on. This is the compulsive shape of their actions, isn't it? It's compulsive. Wenn ihr zum Beispiel an Leute denkt, die ständig so mit dem Finger auf den Tisch dribbeln oder ihr Argument damit untermauern, indem sie auch auf den Tisch schlagen, die sind quasi gezwungen, das so zu tun, weil sie sich das so angewöhnt haben. And some people, no matter what they're taking, what they're saying, there's an aggressive tone to their voice. Und bei manchen Leuten ist es so, egal was sie auch sagen, es scheint immer etwas aggressiv zu sein, wie sie sich ausdrücken. Well, all of this is what's involved with karma. When we talk about karma in this tradition. Und bei all that is the karma, it's the compulsiveness. Bei all dem steckt eben Karma dahinter und darüber sprechen wir jetzt, dass Karma diese fast zwanghafte Komponente. Yes. Wenn jetzt der Kühlschrank zu ist und ja, ich versuche diesen Unterschied jetzt rauszufinden, ob das stimmt, wenn der Kühlschrank zu ist. Und also ich denke jetzt nicht an den Kühlschrank, sondern ich denke jetzt an irgendwas auf einmal. Ich habe jetzt Lust, irgendwas zu essen, weil ich weiß, dass es im Kühlschrank ist. Gehe ich hin, mache den Kühlschrank auf und dann ist es also diese Motivation. Wenn ich jetzt in der Küche stehe und der Kühlschrank steht offen und ich sehe das und sehe irgendwas, was Lust drauf habe oder so, und dann gehe ich hin und nehme mir das. Ist das der Unterschied? No, both cases can be analyzed in the same way. Nein, beide können auf die gleiche Art und Weise analysiert werden. Whether you see the refrigerator open or you don't see the refrigerator open, those are the circumstances that are going to accompany, first of all, the wish, I'd like something to drink, and then also the urge to go and take something. Now, going to take something could involve walking into the kitchen, or it could involve just taking it from the open fridge. Das sind nur die äußeren Umstände, die eben unterschiedlich sind, wenn du ein Bedürfnis hast. Es kann sein, dass du extra noch irgendwo hingehen musst und dir das holen musst, und es kann sein, dass du in die Küche kommst und es ist schon fast da. Aber eigentlich sind es die gleichen Schritte, die sich auch in dieser Kurzfassung wiederfinden würden. And there can be a compulsive aspect that you take it and you slam the refrigerator closed, or you do it very gently and so on. There's a compulsive aspect about how you do it. Der karmische Aspekt liegt eventuell auch genau darin, wie du dann hinterher die Kühlschranktür zuknallst oder sie ganz sanft wieder zumachst. Auch da hast du bestimmte Arten und Weisen, wie du damit normalerweise umgehst, und das ist wieder zwanghaft. And it reveals, it's called a revealing shape. It reveals your motivation behind it, your state of mind behind it. There's some anger or hostility, and so you slam the door of the refrigerator closed, or you really all have to run and get it. This type of thing. Es zeigt eben jeweils, in welchem Geisteszustand du bist, ob du eben mit Aggression diese Kühlschranktür zumachst oder ob du eben hier hast, es haben zu wollen, und das sich auch ausdrückt in der Art und Weise. There's also an unrevealing form, but that's a little bit complicated. I didn't want to go into too much about that. Es gibt da auch eine verborgene Art und Weise, aber dann, ist sehr kompliziert zu analysieren, und das lassen wir lieber jetzt. The closest thing that we have to that in our way of thinking is a subtle vibration. There's a vibration about the way that we act that continues afterwards. Eine Art und Weise, wie man das umschreiben kann, ist, dass man davon spricht, dass nach einer Handlung noch bestimmte Vibrationen im Raum sind. Also es ist etwas, was hinterher noch nachwirkt, und er will da jetzt nicht tiefer. So it's a very unconscious compulsion that's still there afterwards. Also eine compulsiveness. You know, when we talk about somebody having a quality of compulsiveness about them, this is what it's referring to. This is a very subtle
Vibration is about the closest I can think of in our way of expressing it. Ist dann oft noch etwas in der Atmosphäre oder in den Vibrationen im Raum? Not so much in the room, in yourself. Oder eben nicht so sehr im Raum, sondern in dir selbst, was da nachklingt und eben diese Zwanghaftigkeit noch zu spüren lässt. I'm a very compulsive person. You might say, well, I'm not doing anything now, but what is that compulsiveness that we're talking about that characterizes me as a compulsive person? It's this very subtle level. Das, was mich zu einer zwanghaften Person machen würde, ist eben genau das, dass da noch so ein Nachklang ist in nach jeder Aktion. In English, sometimes there's confusion. I don't know about the German words. Compulsive person and an impulsive person. Those are different. Es gibt im Englischen einen Unterschied zwischen einer zwanghaften Person und einer impulsiven Person. And the words sound similar in English. Die Worte klingen im Englischen ganz ähnlich. We're not just talking about impulsive, you just do whatever comes to your head. Wir sprechen hier nicht von impulsiv im Sinne von, dass du einfach das tust, was auch immer dir gerade kommt. Compulsive means you have no control over what you're doing. Es ist eher zwanghaft im Sinne von, dass du keine Kontrolle darüber ausüben kannst, was du gerade tust. And you follow a certain pattern. Du folgst da einem gewissen Muster. Over and over again. Immer und immer wieder. Like tapping your fingers on the table. Indem du zum Beispiel immer so mit den Fingern spielst. Okay, now, what happens after the action is finished is that it leaves on our mental continuum certain aftermath. Was jetzt passiert, nachdem du die Handlung abgeschlossen hast, dass in deinem mentalen Kontinuum etwas übrig bleibt. And we have either a negative potential or a positive potential. Und da liegt sowohl ein negatives als auch ein positives Potenzial drin. This is usually these words that are translated as merit or sin. These I find really very, very misleading translations. Und wie das normalerweise übersetzt wird, ist durch die Worte Verdienst oder Sünde. Und Alex sagt, er hat da größere Probleme mit dieser Art von Übersetzung. So you know, from destructive actions there's a negative potential, from constructive actions there's positive potential. Von den destruktiven Handlungen gibt es also negatives Potenzial und von den konstruktiven gibt es ein positives Potenzial. And in addition we have negative or positive tendencies. Und außerdem gibt es positive oder negative Tendenzen. This is, if we translate the word literally, these are the karmic seeds. Und wir übersetzen das auch ganz wörtlich, nämlich als karmische Saaten. Now, it's not so easy to understand the difference between the two. Das ist jetzt nicht so einfach, den Unterschied zwischen den beiden herauszufinden. Between potentials and tendencies. Zwischen dem Potenzial und den Tendenzen. Since they jointly give rise to the karmic results. Weil sie gemeinsam die karmischen Resultate entstehen lassen. Would you give us that in Sanskrit quickly, just for... We're talking about punya and papa for potentials, and we're talking about vasana, okay. The seeds. Sanskrit vasana sind die Saaten und punya and papa. The potentials are what's known as the ripening causes. Potenzial nennt man auch die reifenden Ursachen. Like a fruit on a tree, which when it's ripe enough can be eaten. So wie eine Frucht am Baum, wenn sie reif genug ist, auch gegessen werden kann. So the fruit grows gradually until it becomes ripe and brings about its result. Eine Frucht reift langsam heran und wenn sie dann soweit ist, dann ist sie das Resultat. So these potentials build up until it gets ripe enough to bring about a result, like a fruit ripening. Das Potenzial baut sich langsam auf, so wie bei einer reifenden Frucht. And the tendencies are what's known as the obtaining cause, what you obtain or get the result from. Und die Tendenzen nennt man auch die erreichenden Resultate. Das ist das, was hinterher dabei rauskommt. Like the seed for a sprout. Zum Beispiel die Saat für einen Schössling. Or the uncooked dough for a loaf of bread. Oder der noch nicht gebackene Teig für einen Brotlaib. So in a sense,
This is what transforms into the result. Und in gewisser Hinsicht transformiert das sich in das Resultat hin. So these two work together to bring about the result, the potential and the tendency. Und diese beiden arbeiten zusammen, das Potenzial und die Tendenzen, um schließlich das Resultat zu bringen. Potentials are building up, networking with each other, and the seed is what will transform into the result. The potentials network, the so-called collection of merit and so on, they network with each other. Die Potenziale, die sind untereinander wie ein Netzwerk verbunden. They reinforce each other. Die bestärken sich gegenseitig. Till the result comes about. Bis dann irgendwann das Resultat herauskommt. And the seed, this tendency, is what then will transform into the result. Die Saat wird sich da in das Resultat dadurch transformieren. Okay. Another difference. Noch ein Unterschied? Is that the action itself already functions as a potential for experiencing its result. Dass die Aktion selbst schon als eine Funktion dessen funktioniert, as a potential for experiencing its result. Als Potenzial dafür, dass man das Resultat irgendwann erfahren kann. For instance, you yell at somebody. Zum Beispiel, du schreist jemanden an. Yelling itself already has as an aspect of it, there's a potential already to yell again. Dieses Anschreien eines Menschen trägt in sich bereits das Potenzial, dass du das immer wieder tun wirst. Okay. As you are yelling, there's the potential already there that you're going to do it again. Indem du schreist, ist bereits das Potenzial, dass du auch weiterhin später wieder schreien wirst, vorhanden. But only when the action is completed is there then going to be a tendency to repeat the action. Aber erst wenn der erste Akt vollendet ist, gibt es hinterher eine Tendenz, dass du dies wieder tun wirst. So, it's a slight difference. And there are many other differences. It's quite complex. Und es ist ein kleiner Unterschied. Es gibt viele andere und es ist ziemlich komplex. But as you go deeper and deeper, you find really a very thorough explanation of how things happen in our experience. Das ist so, wenn du da tiefer und tiefer hineingehst, dann wirst du sehr grundlegende Erklärungen finden, wie die Dinge in uns funktionieren. Okay. Now, so you can, let's just take a moment to reflect on that. That if I'm acting in a certain way, there's a certain pattern that I have, and there's a potential certainly to repeat it, and there's also a tendency that I have to act in that way. Solltet jetzt einmal kurz darüber reflektieren, dass es ein bestimmtes Muster gibt, was ich habe und ich immer wieder reagiere und dass das auch wiederum die Tendenz aufbaut, dass ich hinterher in gleicher Weise. Right, this is when we're acting compulsively. Das entsteht dadurch, dass wir zwanghaft agieren. Right, how what we're explaining is through the karma explanation, how it is that. Because of that compulsive, how is it that it's compulsive? It's compulsive because it's coming again and again and again. No control. Und was macht es, dass es zwanghaft ist? Das Zwanghafte daran ist, dass es immer und immer wieder kommt, ohne dass ich die Kontrolle habe, es zu ändern. And the more we act like that, there's a stronger potential to repeat it. Und je mehr wir es ausagieren, umso stärker wird die Tendenz, dass the potential. Wird die das Potenzial stronger potential to repeat it. Habe ich ein stärkeres Potenzial, es auch in Zukunft zu wiederholen. And there is a tendency that I do that. Und es gibt dann die Tendenz, dass ich das auch tue. Right? The stronger the potential, more quickly that we will actually yell again. Je stärker das Potenzial, umso schneller werden wir tatsächlich auch andere wieder anschreien. But it will require circumstances for us to actually then yell. Aber es braucht immer gewisse Umstände, dass wir tatsächlich wieder schreien. Okay, do you start to get the picture? Kriegt ihr jetzt ein Bild davon? For instance, I could be somebody with I lose my temper a lot, very easily, and I yell at people, for example. Zum Beispiel jemand sein, der sehr leicht da hinein verfällt, dass ich Leute ganz leicht anschreie, dass ich also meine Fassung verliere. And there's a compulsiveness about that, that is almost like a vibration about me,
that people can sense, if you're very sensitive, that, ooh, I have to be careful when I am with this person, because they can lose their temper very easily. Und da gibt es etwas in mir, dass ich das auch ausstrahle und dass Menschen, die sehr sensibel sind, das auch aufnehmen und sagen, oh, vorsichtig, mit dem will ich mich nicht einlassen, der könnte schnell explodieren. And you would say in describing me, I have a tendency to lose my temper and yell. Und wenn du mich so beschreiben würdest, dass ich jemand bin, der leicht die Fassung verliert und losschreit. And there's always this potential that actually I will yell. Da besteht dann auch das Potenzial, dass ich das tatsächlich auch tue. And when I yell, there's a compulsive aspect to my voice that, you know, is harsh and really nasty. Und wenn ich dann losschreie, dann gibt es dieses zwanghafte Verhalten in meiner Stimme, dass ich da sehr laut und heftig bin. And that compulsion that you say something nasty and then I feel like saying something nasty back to you, and that compulsion just draws me into actually yelling. Zwanghafte Verhalten ist, wenn du was Negatives oder Blödes sagst, dass ich dann wieder reagieren muss. Und auch das ist wieder zwanghaft, dass ich. Describing the mechanism of karma, how it works. Ich beschreibe hier nur den Mechanismus von Karma, wie das funktioniert. Right? Not necessary that you memorize and understand everything now. It's complicated. Es geht nicht unbedingt darum, dass ihr das jetzt auswendig lernt und wisst. But just to appreciate how it works and the sophistication that's here. Ihr solltet erstmal wertschätzen zu sehen, wie das funktioniert und it functions. Wie es funktioniert. How sophisticated it is. Wie verfeinert, ausführlich es ist. And what we will try to do in introspection, you know, there's a certain type of meditation which is introspection, is to try to identify these things within ourselves. Slow things down and identify these things, then we can work on them. Und was wir in bestimmten Meditationen oder Kontemplationen machen, ist, dass wir diese Prozesse verlangsamen durch Introspektion, also da Schau nach innen, und wirklich herausfinden, wie das nacheinander abläuft. What are my tendencies? What are the patterns that I have that I follow compulsively? Was sind meine Tendenzen? Was sind die Muster, denen ich zwanghaft folge? And remember, we're talking either positive or negative. Yelling or being the perfectionist. Und da sprechen wir über beides, beide Richtungen. Entweder das jemand anschreien oder auch der Perfektionist sein. Okay, now, ripening. Jetzt reifen. When the circumstances are complete, die Umstände vollendet sind, then these potentials and tendencies bring about our experiencing of one or more things. Dann bringen diese Tendenzen und Potenziale unsere Erfahrung of one or more things. Von einem oder mehr Dingen. It's very important to understand. We're not talking about the karmic potentials bringing about the things that we experience. They bring about our experiencing of them. The karmic potentials, etc. Die karmischen Potenziale, etc. do not bring about the things that we experience. Die Ursachen nicht die Dinge, die wir erfahren. They bring about our experiencing of them. Sondern sie lassen uns diese Erfahrung machen. For instance, if I'm hit by a car, zum Beispiel, wenn ich von einem Auto angefahren werde. My karmic tendencies don't create the car. Dann haben nicht meine karmischen Tendenzen dieses Auto kreiert. And they don't create the car driving. And from the point of view of the car hitting me, that's responsible of the driver. Also ich habe nicht dieses Auto geschaffen, was mich da angefahren hat. Denn das ist ja die Verantwortung des Fahrers, der mich da gerade angefahren hat. What my karma is involved with is the fact that I experience being hit. Sondern was mein Karma ist, ist, dass ich erfahre, dass ich getroffen werde. Do you see the difference? Seht ihr da den Unterschied? We're talking about what I experience. Wir sprechen darüber, was ich erfahre. You know, my karma doesn't create the weather. I experience the weather. Mein Karma schafft nicht das Wetter, sondern ich erfahre das Wetter. Could we say that we're speaking of a psychological reality rather than
reality that involves, as you say, neurology or physics. Are we talking about a psychological causality rather than a physical causality? I wouldn't use the word psychological. I would use experiential. Er würde jetzt das Wort psychologisch nicht nutzen, sondern erfahrungsgemäß. I sense this is a very crucial point, isn't it? Yeah, the psychological has to do with the emotions that go with it. That's something else. Here we're talking about simply my experiencing seeing something, my experiencing the weather, my experiencing getting wet when I go outside. Hier sprechen wir erstmal. My karma doesn't create the rain. The rain, of course, is responsible for I'm getting wet in one aspect, but also the fact that I go outside, that I experience getting wet, that I experience going outside, that's also part of why I'm wet. That didn't come out very clearly, but do you know what I mean? Also mein Things karma arise from many, many different causes. Karma is only responsible for my experiencing it. What happens to me? Sehr unterschiedliche Bedingungen und Umstände, aber der Aspekt des Karma ist nur das, was ich an Erfahrung da herausziehe. Also ich schaffe nicht etwa durch mein Karma das Wetter, sondern ich erfahre den Regen, die Nässe, wenn ich rausgehe und so weiter. Also es gibt den großen Unterschied, dass die Erfahrung etwas anderes ist als das, was die Umwelt mir präsentiert. The water, obviously, of the rain is responsible for me being wet. Natürlich ist das Wasser des Regens dafür verantwortlich, dass ich nass werde. But that's like the material cause. Aber das ist ein ursächlicher Umstand. But there was some sort of a reason why I went out in the rain. Aber es gab einen anderen Grund, warum ich raus in den Regen gegangen bin. And a certain pattern and compulsion that I forgot to take an umbrella or like that, which is why I got wet. Und eine bestimmte Art, was zu vergessen oder eine Gewohnheit, die mich den Regenschirm hat vergessen lassen und deswegen bin ich dann nass geworden. Well, that's the karmic aspect. You know, I'm always forgetting my umbrella, I always leave it in the restaurant and so on. And so, because of that, I experience going out and getting wet. But of course, the water of the rain is what makes me wet. That's something else. It's another level. Es gibt natürlich das Wasser des Regens, was mich nass macht. Das ist eine Ebene. Aber der karmische Aspekt bei der Sache ist, wenn ich nass werde im Regen, dann liegt es daran, weil ich andauernd meine Regenschirme in den Restaurants vergesse. Und ich habe diese Art von Gewohnheit entwickelt, Regenschirme zu vergessen. Und deswegen werde ich nass. Und das ist der karmische Aspekt. See? Difference here, what we're talking about. Das ist ein kleiner Unterschied, wo wir darüber reden. And there's a compulsive habit that's there. Es gibt einen we don't have any control over it. Zwanghafte Gewohnheit, über die wir keine Kontrolle haben. Okay, so we experience many things depending on the circumstances. We just gave the circumstance of it's raining. Wir erfahren sehr viele unterschiedliche Dinge und hier ist der Umstand, den wir erfahren, als Beispiel der Regen. So, what do we experience? We experience a feeling of happy or unhappy. Was kann man noch erfahren? Zum Beispiel die Erfahrung von Glück und Unglück. That's very interesting, because all sorts of nice things can be going on around us and still we feel unhappy. Es ist eine interessante Sache, weil es kann sein, dass um uns herum lauter wunderbare Sachen passieren und wir trotzdem unglücklich bleiben. We could be doing the same thing two times and one time while we're doing it I feel happy and another time I don't feel happy. Ich kann die gleiche Sache zweimal machen und einmal fühle ich mich dabei glücklich und das andere Mal unglücklich. So, this is coming from karma, das karmic tendencies, entsteht aus den karmischen Tendenzen und Potenzialen. We experience certain situations that are specific to ourselves. Und dann erfahren wir ganz bestimmte Situationen, die nur uns geschehen oder die ganz speziell für uns gelten. We experience seeing something. Wir erfahren etwas zu sehen or hearing something. Oder etwas zu hören. And we experience together with that various emotions. Und dabei erfahren wir auch bestimmte Emotionen. Okay. So why is it that we experience see an act of violence or we see this type of movie or that type of movie?
Wie kann es sein, dass wir eine bestimmte Wahrnehmung von einem grauenvollen Akt wahrnehmen oder dass wir diese oder jene Art von Filmen anschauen? A very good example, actually. Obviously, my karma didn't create the movie. Das ist ein gutes Beispiel. Mein Karma hat natürlich nicht diesen Film kreiert. But yet, compulsively, I always go to see violent films or I always go to see sexy films. Aber ich habe vielleicht die zwanghafte Neigung, immer wieder brutale Filme anzuschauen oder Sexfilme. So, because of that tendency and potential, und I experience seeing violent film. Wegen dieser Tendenzen und Potenziale erfahre ich immer wieder gewaltvolle Filme anzuschauen. Right, and the various emotions that we will experience at that time. Und all die Emotionen, die mit der Erfahrung von Gewalt zusammenhängen dadurch. Thirdly, we can experience in some of these situations the wish to repeat our previous actions. In manchen dieser Situationen können wir vielleicht den Wunsch haben, einige unserer früheren Handlungen zu wiederholen. So that would be that what we were talking about initially. I feel like yelling at you. I feel like hugging you. What do you feel like doing? What would you like to do? This is what comes from, it's part of a karmic ripening. It's what do you feel like doing? What do you like to do? Hier geht es jetzt darum, was für einen Wunsch hast du? Was möchtest du gern? Worauf hast du Lust, es zu tun? Möchtest du jemanden umarmen oder etwas anderes tun? Karma doesn't ripen from karma. Das Karma reift nicht aus dem Karma. First, you know, what is ripening is the wish to do something. Then comes the compulsiveness, the karma aspect, to act out that wish. First comes the wish. That's what ripens. Zuerst entsteht da der Wunsch, dann reift er und da kommt dann die karmische Komponente hinein, die das auch zwanghaft ausführt. What would you like to do? I would like to yell. Was würdest du gerne tun? Ich würde gerne schreien. So that comes from the tendency and the potential. Das entsteht aus Tendenzen und Potenzialen. Then, fourthly, we experience in some other situations things happening to us similar to what we did to others. Dann erfahren wir Dinge, wir erfahren auf gleiche Art und Weise Dinge, wie wir sie anderen angetan haben. So we experience from yelling, from that tendency and habit to yell, we experience other people yelling at us. Weil wir jemand sind, der ganz viel andere Leute anschreit, machen wir auch selber oft die Erfahrung, dass wir angeschrien werden. If we cheat others, we experience others cheating us. Wenn wir andere betrügen, dann erfahren wir auch oft, dass andere uns betrügen. If we are unfaithful to our partners, then we find that our partners will be unfaithful to us. Wenn wir unserem Partner gegenüber untreu sind, dann erfahren wir auch, dass der Partner uns gegenüber untreu sein wird. So this is not always so easy to understand, but very interesting to analyze within ourselves. Das ist nicht immer so leicht zu verstehen, aber es ist in ourselves. Mm-hmm. Like for instance, divisive language, saying nasty things about others to cause them to separate from their friends. Zum Beispiel so spalterische Rede, dass Leute sich voneinander trennen lässt, weil man etwas Schlechtes über den jeweils anderen sagt. Zwietracht, danke. So, this aspect is that we experience our friends leaving us. Und wenn wir oft Zwietracht sehen, dann würden wir auch erfahren, dass uns unsere Freunde leicht verlassen. Our friendships don't last. Our partnerships and so on don't last. People leave us. We caused others to part, and we experience that our own relations don't last. Wenn wir oft Zwietracht gesät haben, dann werden wir auch oft die Erfahrung machen, dass unsere Verbindungen nicht lange andauern und Leute uns verlassen. So that you can understand on a karmic level. Das kann man auf karmischen Ebene verstehen. You can also understand it on a psychological level. If, for example, I'm always saying nasty things about others to you.
Dann kann man das, man kann das auf der psychologischen oder auch auf der karmischen Ebene verstehen, denn wenn du etwas Dummes oder Now, when I am always saying nasty things about other people to you, my friend, ich immer schlimme Dinge über andere dir erzähle, right? Especially when I'm saying nasty things about your friends to you. Speziell wenn ich Schlimmes über deine Freunde dir erzähle. What does my friend think? Was denkt mein Freund davon? He'll think, what does he say about me dann, behind my back? Dann wird er sich denken, was wird er denn wohl von mir erzählen bei anderen? So naturally we would experience that friendship ending. Und da geht dann diese Freundschaft auf natürliche Art und Weise zu Ende. So if we think more deeply about these karmic causal relationships, they start to make sense. Wenn man also tiefer über diese karmischen Verbindungen nachdenkt, dann macht das immer mehr Sinn. So, that we experience things happening to us similar to what we did. We're talking about what I experienced. We're not talking about the other person doing that. That's for their own reasons why they did it. Erfahrung. Es geht nicht darum, was andere Menschen tun, sondern das, was wir erfahren. Und das ist karmisch belegt. And then, we also, another possibility, is we experience things, we experience, along with others, being in certain types of environment or society. Und wir erfahren eventuell auch mit anderen, die in bestimmten Teilen der Gesellschaft sind. Or the environment. Oder in der Umgebung. And the way it treats us. Und die Art und Weise, wie wir da behandelt werden. Like being born in or living in a place which is very polluted or in a place where there's very little pollution. Zum Beispiel, wenn wir in einem Ort leben, wo die Umwelt sehr verschmutzt ist, oder aber in einem Ort, wo das nicht der Fall ist. We experience living in a society where there's a great deal of corruption and cheating, or we live in a society where people are very honest. So this is something that we experience together with others. Wir könnten eine Gesellschaft so wahrnehmen, dass da eine Menge Lug und Betrug ist, oder wir könnten es so wahrnehmen, dass eine Gesellschaft, dass da viel Harmonie untereinander ist. Und es liegt an uns, welche Erfahrungen wir da machen. Or the quality of things. You're in a society in which the quality of things is very poor. The food has no nutritional value. Everything that's made breaks very easily. Vielleicht leben wir auch in einer Gesellschaft, wo die Dinge ganz schnell kaputt gehen, wo nichts von Qualität ist, wo alles in den Fingern zerfällt. Right. Or in a place where everything is excellent quality. Oder vielleicht erfahren wir wo alles von exquisiter Qualität ist. So these are all things that we experience. Das sind alles Dinge, die wir erfahren. So experience feeling happy, feeling unhappy. You know, we experience seeing things happening to us. Wenn jetzt glücklich sind oder unglücklich, die Waren, die uns geschehen. And all of that together will be circumstances in which also we feel like repeating our previous patterns of behavior. All diesen Gesamtumständen werden wir wieder ein Gefühl haben oder wir haben einen Wunsch bekommen, dass wir uns in einer bestimmten gewohnheitsmäßigen Art und Weise verhalten. And if we act out that wish, there's a compulsiveness. In fact, often it feels as though we have no decision. We don't even consider that you could make a decision and just, I feel like yelling at you, and then just compulsively I yell. So I repeat the pattern. We feel like yelling. Wir haben das Gefühl, oder wir möchten gerne schreien. And although we could make the decision not to act out that feeling, obwohl wir eine Entscheidung treffen könnten, dass wir dieses Gefühl nicht zum Ausdruck bringen, things happen so quickly that just compulsively we yell. Da agieren wir einfach so schnell aus, dass wir zwanghaft losschreien. We repeat the pattern. Wir wiederholen das Muster. And strengthen the potential to yell yet again and again. Und dadurch stärken wir das Potenzial, dass wir in Zukunft weiter und weiter schreien werden. Right? Because that tendency is there.
weil einfach diese Tendenz in uns. There's a certain compulsiveness about how we speak, and a certain compulsiveness just about the way that we are. Und es ist eine Zwanghaftigkeit dann in der Art und Weise, wie wir sind und uns verhalten. That is how karma works. So arbeitet oder funktioniert Karma. Moment to digest that. Nehmt euch einen Moment, um das zu verdauen.